Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video. Ich bin, glaube ich, ein bisschen rot auf der Nase, weil ich gestern wohl ein bisschen lange in der Sonne war. Aber darum soll es jetzt in diesem Video nicht gehen, sondern es soll um diesen Schreibtisch gehen, den ich vor einiger Zeit mal gebaut habe. Auf diesem Schreibtisch herrscht das pure Chaos. Hier fliegt alles lose auf dem Tisch herum, weil es diesem Tisch an Schubladen fehlt. Und damit sind wir beim Thema dieses Videos. Ich möchte diesem Schreibtisch ein paar Schubladen verpassen. Es soll ein paar, na, ich sag mal, besondere Schubladen werden. Was das für eine Besonderheit ist, das seht ihr im Laufe dieses Videos. Also viel Spaß. Naja, eigentlich erfahrt ihr es direkt am Anfang dieses Videos. Die Besonderheit ist nämlich, dass ich die Schubladen sowohl von hier öffnen will, als auch von hier, weil dieser Schreibtisch einfach von beiden Seiten genutzt wird. Ich will nicht immer drumherum laufen, nur um die Schublade öffnen zu können. Ich will aber auch nicht nur die Schublade von hier öffnen können. Ich muss die einfach von beiden Seiten öffnen können. Das ist also das Besondere. Und diese Schubladen, die werde ich jetzt anfangen zu bauen. Da ich die ganze Materie des Möbelbauens so im klassischen Wege nicht gelernt habe, nutze ich das Internet, YouTube, Pinterest als Ideengeber. So auch dieses Mal. Ich habe hier ein Bild, wie das Ganze in etwa aussehen soll. Es sollen also drei solche freihängenden Schubladen werden. Nur hier sind die Auszüge mit Rundstäben. Ich möchte das Ganze aber mit Vierkantleisten machen. Ansonsten soll das Ganze schon ziemlich so aussehen wie hier. Und ich starte jetzt erstmal mit dem Holzzuschnitt. Hier habe ich jetzt das Holz für 1, 2, 3 Schubladen. Die Tischplatte, die ist aus Ahornholz. Die Tischbeine, die sind aus Kirschholz. Und auch die Schubladen möchte ich aus Kirschholz machen. Es ist nicht gerade das dickste Holz, deswegen ich frage mich so ein bisschen, wie viel am Ende davon übrig bleibt nach dem Abrichten. Aber das werde ich nicht erfahren, bevor ich es nicht abgerichtet habe. Also geht's damit jetzt an die Abrichte. Seit der letzten Aufnahme sind mittlerweile schon ein paar Tage vergangen. Ich will nicht sagen, dass ich krank bin, aber ich habe so das Gefühl, wenn ich jetzt nicht aufpasse, könnte ich krank werden. Das Holz für die Schubladen ist auf jeden Fall ausgehobelt. Da komme ich gleich drauf zurück. Ich mache jetzt erstmal weiter mit den Böden der Schubladen. Das hier ist Holz, das kommt bei uns jetzt aus dem Wohnzimmer. Wir haben ja meist mehrere Baustellen hier und wir mussten ein Stück vom Boden ausschneiden, weil da ein Betonfundament hinkommt. Das ist ein ganz anderes Thema, das seht ihr irgendwann in einem Sonntagsvideo. Und ja, das hier ist eben ein Teil unseres Fußbodens und das ist, glaube ich, noch gut genug, um da die Böden für die Schubladen rauszumachen. Ich bin das Holz schon mit einem Pinpointer abgegangen, um zu gucken, ob da noch ein paar Nägel oder Schrauben drin sind. Alles metallfrei, das heißt, das kann ich jetzt hobeln, aber da hier noch so ein richtig ekliger Teppichkleber drauf ist, will ich das nicht über meinen guten Hobel schieben. Aber genau für solche Fälle habe ich mir meinen alten Baumarkthobel aufbewahrt. Da kann ich jetzt einmal drüber hobeln, dass diese ganze Klebescheiße hier weg ist. Hobelmaschine steht schon da und damit mache ich jetzt weiter. Jo, dieses Holz hier ist jetzt metallfrei und kleberfrei. Also das kann ich jetzt ruhigen Gewissens hier an meinen guten Maschinen weiterverarbeiten. Ich säge da jetzt einmal dran her, dann hobel ich das nochmal und da kann ich es zusammenleimen für die Böden meiner Schubladen. Los geht's! Zwei von den Schubladenböden sind mittlerweile schon fertig verleimt. Die werde ich jetzt auf das passende Maß sägen, auf 756. Der dritte Boden, den habe ich gerade verleimt, der muss aber noch trocknen. Wie ich das mache bei so relativ breiten Teilen, ich habe jetzt hier eine Länge von 550 ungefähr. Wie ich das mache, das zeige ich gleich mal kurz. Erstmal säge ich die beiden trocknen jetzt auf Maß. Das hier ist jetzt der dritte verleimte Schubladenboden, aber der ist noch nicht fertig verleimt, da sind noch zwei Einzelteile. Wenn ich so breite Sachen habe, mache ich das eigentlich immer so, dass ich das in zwei schmalere Teile verleime, die ich dann im verleimten Zustand nochmal über die Abrichte schieben kann. Weil ich es oft nicht so ganz hinkriege, dass das wirklich ohne Kante irgendwie verleimt ist, auch wenn ich das mit so einer Zulage so einklemme. Meistens entsteht doch eine kleine Kante und ja, wenn man das im verleimten Zustand einfach nochmal abrichtet, dann hat man es wirklich perfekt.
Genau, und dann die zwei abgerichteten Teile kann ich ja dann noch mit so einem Flachdübel, verbinden. Dann habe ich hier auch keine Kante mehr. Vielleicht macht ihr das auch ganz anders, aber that's my way. Und jetzt warte ich noch, bis der Leim ein bisschen trocken ist und dann geht's an die Abrichte. Wobei, ich glaube, das ist trocken genug. Ich richte das jetzt ab. Scheiße, Akku leer. Hier kommt dann jetzt so ein Flachdübel rein und dann habe ich die beiden Einzelbretter schön bündig miteinander verbunden und ich bin zufrieden. Übrigens geht das mit der Festool-Maschine nicht, weil dieser Tisch hier gar nicht weit genug runter geht. Also in diesem Fall bei ganz dünnen Brettern ist die Makita-Maschine im Vorteil. Hier kann ich nämlich den Tisch viel weiter runterfahren. Ansonsten muss ich aber sagen, mag ich die Festool-Maschine deutlich lieber. Whitehead Fred. Keine Ahnung, wie ich auf diesen Trichter gekommen bin. Taxel. So, jetzt komme ich zu dem Kirschholz für die Schubladenkästen zurück. Das war ja relativ dünn. Ich habe das Ganze jetzt gehobelt auf 19 mm. Oh, und das sieht schon wieder so geil aus. Diese Farbe von dem Kirschholz. Wenn man die ganze Zeit nur auf Fichte guckt, dann ist Kirschholz schon was Besonderes. Bei dem Bau des Schubladenkastens habe ich mir gedacht, ich mache die Verbindung auf Gehrung. Jo, also das heißt, ich muss jetzt die Formatkreissäge einmal einstellen auf 45 Grad. Säge überall einmal eine Gehrung dran. Verleim das Ganze und dann sind die Schubladenkästen fertig. Wenn das mal immer so schnell gehen würde, wie sich's anhört. Es ist wahrscheinlich noch ziemlich viel Arbeit. Ich muss ja den Schubladenkasten dann auch noch nuten und. Also weiter geht's. So, jetzt muss ich dazu sagen, Gehrungen und ich, wir führen nicht gerade die beste Beziehung zueinander. Bisher hat es noch nicht so gut geklappt mit uns beiden, aber ich glaube, das wird sich jetzt ändern, weil ich habe das auch noch nie mit Dominos gemacht. Jetzt bin ich ganz guter Hoffnung, dass das diesmal besser wird. Aber bevor ich jetzt die Dübellöcher fräse, mache ich erstmal die Nut für den Boden. Es gibt ja Sägeblätter, die lassen aufgrund ihrer Verzahnung am Grund so ein kleines Stückchen stehen. Das heißt, ich brauche ein Flachzahnsägeblatt, damit die Nut richtig bis zum Grund freigeräumt ist. Also Sägeblatt wechseln, einmal die Nut fräsen. Dank Gehrung kann ich ja auch die Nut ganz durchfräsen. Ist also eigentlich schnell gemacht. Alter, ganz schön groß die Schublade. Aber man muss ja auch bedenken, man zieht die Schublade nie in ganzer Länge in einer Seite raus. Hier kommt noch eine Trennwand rein, denke ich mal, und dann zieht man es ja auch nur so ein Stück raus. Entweder halt in die Richtung oder halt in die Richtung. So, jetzt kommt meine Dominofräse ins Spiel. Ich habe jetzt gedacht, ich mache das mit zwei Dübeln. Einmal da, einmal da. Ich habe schon einiges mit der Dübelfräse gemacht, aber Gehrung habe ich noch nie gefräst. Mal schauen, wie das jetzt so funktioniert. Und vor allem bin ich gespannt, ob das Zusammenleimen gleich funktioniert. Was habe ich schon geflucht, als ich Gehrung zusammenleimen musste, wirklich. Ah, das muss jetzt hundertprozentig sitzen. Jop, jop. Und los. Ah, ich traue mich nicht. Und los. Boah, das sieht schon mal richtig geil aus, muss ich sagen.
Nice. Ich glaube, das funktioniert gut. Vielleicht werden wir doch noch Freunde, die Gärung und ich. Zwei Schubladen sind bereits komplett fertig. Die hier ist eigentlich auch soweit fertig. Aber hier fehlt noch die Nut, ja, für die Auszüge quasi. Ihr werdet es ja noch sehen, wie das Ganze funktionieren soll. Auf jeden Fall fräse ich die Nut mit diesem Fräser hier. Das ist einfach ein 45 Grad Fräser ohne Kugellager. Es sieht hier in meiner Werkstatt übrigens gerade echt wüst aus, weil wir gerade parallel zu diesem Projekt hier damit starten, diese Wand hier zu verputzen. Mit jeder Menge Kalk und Hanf. Wenn dieses Video hier rauskommt, sind wir bereits mit dem Projekt, mit dem Verputzen, fertig. Also wenn ihr das Video noch nicht kennt, wo wir diese Wand verputzen, schaut gerne mal bei dem letzten Video vorbei. Da könnt ihr sehen, wie wir diese Wand mit Kalk und Hanf verputzen. Aber jetzt zurück zum Fräsen. Ich werde die Schublade jetzt einmal über den Fräser schieben und dann habe ich meine Nut. So, wo war ich stehen geblieben? Die letzte Aufnahme, die ist nämlich über 3 Wochen her. Wir hatten wirklich viel, viel zu tun hier auf dem Hof. Hatten mehrere Gäste hier, haben auch diese Wand verputzt mittlerweile. Mit einer Tonne Putz. Die 3 Schubladen, die habe ich jetzt auf jeden Fall fertig. Was jetzt halt noch fehlt, ist das, wie soll man sagen, das Gestell, das drumherum halt. Dafür habe ich hier noch ein Stück Kirsche. Da werde ich mir jetzt erstmal die Teile draus ausschneiden. Ich brauche einmal ein 80 cm Stück, 2 40 cm Stücke und 2 60 cm Stücke. Das schneide ich mir jetzt hier raus, hobel das Ganze auf Maß. Und dann muss ich gucken, wie es weitergeht. Ich habe halt, wie gesagt, nicht den einen Masterplan. Ich gucke mal Schritt für Schritt, wie es weitergeht. On y va! So sieht das Ganze dann in etwa aus. Das ist jetzt alles noch nicht abgelenkt, das heißt, alles wird noch ein bisschen kürzer. Hier muss man sich jetzt das Tischbein vorstellen. Was dann noch fehlt, sind diese 3 Führungen für die 3 Schubladen. Jo, aber erstmal verbinde ich das Ganze jetzt, dann habe ich einen fertigen Rahmen und dann sehe ich weiter.
So, damit wären alle Einzelteile meiner Schubladenkonstruktion fertig. Diese Teile hier, die sind auch schon geölt. Da sieht man daran, dass das Holz auch viel dunkler geworden ist. Diese Schublade hier, die muss jetzt noch geölt werden. Ich nehme dafür das Pflegeholzöl von Contura. Ich könnte auch ein Hartwachsöl nehmen. Das wäre quasi 2 in 1. Aber ich habe mich jetzt hierfür entschieden und danach werde ich das Ganze nochmal separat wachsen. Einen Link zu der Contura Homepage findet ihr übrigens hier unterhalb dieses Videos in der Videobeschreibung. Kirschholz sieht ja so eigentlich schon ziemlich nice aus, aber wenn das jetzt gleich noch geölt ist, dann sieht das nochmal 10-mal besser aus. Also, let the magic begin. So, die lasse ich jetzt erstmal trocknen und dann geht's rein zur Montage. Ich bin echt gespannt, ob das alles so hinhaut, wie ich mir das gewünscht habe. Ich habe es alles noch nicht probiert, ob die Schubladen alle passen, weiß ich auch noch nicht. Also, jetzt wird's spannend. So, als erstes schraube ich mal wieder das Tischbein dran. So, das wäre wieder fest. Jetzt kommt das hier da dran. Dafür habe ich hier eine Fräsung gemacht. Da ist eine Fräsung und hier an dem Gegenstück ist der Dübel. Also kann ich das jetzt einerseits erstmal hier reinstecken, dann habe ich die passende Höhe. Und danach werde ich das hier noch, hier habe ich ja solche Taschenbohrungen gemacht. Da kann ich das nochmal festschrauben. Rein da. Und was haltet ihr von meiner Schubladenkonstruktion? Ich muss ganz ehrlich sagen, es ist besser als erwartet, weil die Schubladen deutlich leichter gehen, als ich es angenommen hatte. Meine Idee ist aufgegangen. Ich kann sie sowohl nach hier hin öffnen oder auch in die Richtung. Komm also von beiden Seiten dran und das war ja meine Idee. Ich werde hier, glaube ich, noch ein paar Magnete einlassen, in der Schublade und in dieser Leiste, damit sich die Schublade immer in der Mitte findet. Ansonsten muss ich wieder sagen, ich bin schon ein bisschen stolz auf mich. Herrlich, super. Und das Beste ist, dieses Holz hier, diese Schubladenböden, war ja mal unser Wohnzimmerboden. Das Holz, was hier war, wo jetzt die Fliesen sind, ist jetzt ein Schubladenboden. Das finde ich einfach eine super Sache. Es ist nichts weggeschmissen worden. Ich habe es einfach wiederverwendet. Sowas mache ich einfach gerne. Und jetzt ganz zum Schluss möchte ich nochmal darauf hinweisen, dass diese beiden Garderoben, die ich gebaut habe, diese Woche bei uns im Online-Shop zu finden sein werden. Das waren mal zwei alte, ja nicht Weinkisten, sondern Essigkisten von der Firma Desofis. Eine sehr, sehr alte Firma, die wurde 1824 gegründet, wenn mich nicht alles täuscht. Wie alt das Holz ist, das lässt sich natürlich jetzt schwer sagen, aber ja, irgendwie ist es eine coole Firma mit einer ganz coolen Geschichte. Wer da also Interesse hat, der muss diese Woche mal bei uns im Online-Shop vorbeigucken. Damit verabschiede ich mich und ich sage, Annika, bist du hier? Annika? Ich sage au revoir. Et à bientôt.